Das Fest der Heiligen Familie, das die Kirche in der Weihnachtsoktav feiert, ist ein junges Fest. Es ist noch nicht alt. Es kommt in einigen Ordensgemeinschaften zur Zeit der Gegenreformation auf und es bleibt lokal ganz begrenzt, bis sich ein Papst im 19. Jahrhundert dieses Festes annimmt und es einführt, irgendwann nach Epiphanie. Und ein anderer Papst es dann wieder ganz abschafft, bis es erneut Einzug und durch die Liturgiereform nach dem letzten Konzil sozusagen unmittelbar nach Weihnachten gefeiert wird. Es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, na ja, wenn da so ein Fest gefeiert wird, Heilige Familie, dann ist damit ein ideologischer Hintergrund verbunden. Dann soll etwas propagiert werden. Da soll etwas deutlich gemacht werden, wie das eigentlich sein muss. Aber gleichzeitig stellt sich die Frage, woran nehmen wir dann Maß? Die Heilige Familie, die wir heute feiern, ist so besonders, dass sie ja für eine Durchschnittsfamilie, wenn Sie erlauben, so nicht in Frage kommt. Die Mutter ist zugleich Jungfrau, das Kind von Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes, der Vater lediglich Pflegevater. Wenn wir jetzt ganz modern werden, würden wir sagen, naja, irgendwie passt das doch in die heutige Familiensituation so. Keiner gehört so richtig zum anderen und das ist ein bisschen frei zusammengestellt und ändert sich dann auch manchmal. Das ist sicher nicht der Hintergrund dieses Festes, sondern was die Heilige Schrift immer tut und was manchmal auch durch neue Feste, die von den Liturgiewissenschaftlern immer ein wenig beäugt werden und sagen, das ist ja nicht alt, das hat keine Tradition. Aber manchmal nimmt der Sensus der Gläubigen etwas auf aus der Zeit, was in der Luft liegt. Und manchmal nehmen sie bestimmte Entwicklungen voraus, auf die diese Feste dann eine Antwort sind. Und ich glaube, dass das Fest der Heiligen Familie, das wir heute feiern, mitten in diesen 8 Weihnachtstagen, durchaus andere die Herausforderungen unserer Zeit, weil es etwas Grundsätzliches über den Menschen aufnimmt, wie uns die Schriften immer erklären. Wenn wir eben in der Lesung aus dem Hebräerbrief hörten, dass Abraham handelt gemäß der Verheißung, dann können wir fragen, was ist denn die Verheißung in unsere Zeit hinein, etwa für die Familie? Bei kaum einem Thema gibt es eine größere Unsicherheit derzeit. Wir gehen als Christen fest davon aus, dass der Mensch in seiner Konstitution als Mann und Frau grundlegend ist. Etwas Prinzipielles, nicht etwas Konstruiertes, nicht etwas selber zu Wählendes, sondern eine grundlegende Gegebenheit der Schöpfung. Dass die Bezogenheit von Mann und Frau, wenn sie sich denn, wie wir dann als Christen sagen, im Sakrament aufeinander einlassen, immer zugleich fruchtbar ist und Nachkommenschaft hervorbringt. Kinder, sagen wir dazu. All das werden Sie sagen, worüber spricht er denn heute Morgen? Aber wenn Sie die Zeitläufe aufmerksam verfolgen, merken Sie, das ist alles andere als selbstverständlich. Es gibt geradezu einen Gesinnungsterrorismus, der auf sehr vornehme, sehr subtile Art und Weise uns deutlich zu machen versucht, das sind alles so Modelle, die merkwürdig sind. Dabei wird etwas Wesentliches vermischt. Und wir müssen sehr sorgsam unterscheiden. Das, was ich eben sagte, ist grundlegend und prinzipiell. Das ist nicht zu ändern. Eigentlich ist das sehr, sehr so selbstverständlich wie nur irgendetwas. Denn auch mit Verlaub, nur 2 Frauen oder nur 2 Männer können keine Kinder hervorbringen. Aber zugleich ändern sich
die Modelle des Zusammenlebens, sehr wohl. Wenn manche sagen, na ja, heilige Familie oder überhaupt Familie, das ist ein Modell des 19. Jahrhunderts, dann meint es nicht die grundlegende Gegebenheit, über die ich eben sprach, sondern wie wir zusammenleben. Das können Sie teilweise, wie wir hier in verschiedenen Generationen zusammensitzen, sehen. Es gibt sicher noch welche, die Großfamilie erlebt haben, wie sie zusammenlebt. 4 Generationen in einem Haus. Und wenn Sie rechts und links schauen, sehen Sie, dass das wieder ein neues Modell ist, das man heute geradezu propagiert, weil man merkt, och, das ist für die Kinderbetreuung ganz praktisch, da haben wir nicht so viel Fahrerei, es ist vom unbezahlbaren Wohnraum so praktisch. Warum eigentlich nicht? Es ist noch keine 2 Generationen her, da das selbstverständlich war. Oder wenn die Eheleute hier unter uns daran denken, wie sie sich gefunden haben. Ich unterstelle jetzt mal, dass niemand direkt hier sitzt, sonst würde er oder sie das möglicherweise nicht sagen, dessen oder deren Ehe arrangiert worden ist von den Patriarchen oder auch Matriarchen, die gab es ja auch, von Frauen oder Männern, die in der Familie das Kommando hatten. Die sagten, oh, das ist irgendwie eine ganz gute Partie, schick mal einen hin und frag mal, ob der oder die zu haben ist. Das, was wir Liebesheirat bezeichnen und das sich für viele junge Paare ohne Vorbereitung, ohne gute Schulung als eine Falle erweist, weshalb dann viele Beziehungen zerbrechen, ist wirklich das jüngste Modell unter den Familienmodellen. Die arrangierten Modelle, ich weiß, mit viel Zwang und Druck, waren manchmal besser. Das geht natürlich heute nicht mehr. Sie können keinem 18-Jährigen oder 20-Jährigen sagen, also pass auf, im Sommer ist es dann soweit. Wir haben geguckt, die ist eine gute Partie für dich. Dann haben sie Feuer auf dem Dach, das verstehe ich. Aber diese Formen des Zusammenlebens ändern sich, aber nicht die Grundgegebenheiten. Und daher kann man dieses Fest der heiligen Familie, statt es so ein bisschen süffisant ins Lächerliche zu ziehen, auch von der anderen Seite betrachten. Gott, der in diese Welt kommt, der sich in Jesus selber schenkt, in diesem Kind in der Krippe, fügt ihn ein, trotz der besonderen Umstände seiner Geburt, der Geburt durch die Jungfrau Maria, aus der Jungfrau Maria, des Entstehens aus Gott selber, empfangen vom Heiligen Geist, wie es zum Grundbestand des kirchlichen Glaubensbekenntnisses gehört, das wir gleich wiederholen. Er fügt ihn dennoch ein in die Grundgegebenheit einer normalen Familie, sodass wir sagen können, ja, es gibt eine heilige Familie. Es gibt Maria, Josef und dieses Kind. Gott macht keine Ausnahme, sondern er hilft uns, in diese prinzipielle Grundgegebenheit hineinzufinden. Und, wie es Paul VI. Noch einmal ausdrücklich betont hat nach seinem Besuch des Hauses in Nazareth, ist die Familie dadurch geheiligt. Das heißt, sie ist immer ein Ort, an dem Gott deutlich wird, an dem er sichtbar werden kann, in dem er, wenn man so will, Raum beansprucht. Wie er in dieser Welt durch Weihnachten Raum beansprucht und zugleich für diese Welt zum Segen wird. Die Botschaft dieses Festes, liebe Schwestern und Brüder, leuchtet aus, was wir von Abraham in der 2. Lesung hörten, gemäß der Verheißung zu leben.